Beim FC Bayern haben wir heute die Mission, in nur 5 Jahren das beste Karriereteam zu bauen. Erster Deal, den wir machen wollen, Haaland gegen Müller im Tausch. Das Ganze wird aber nichts, denn das Gehalt können wir uns hier nicht leisten. Deswegen müssen wir jetzt erstmal Spieler verkaufen und das machen wir auch mit Gnabry. Kriegen wir jetzt hier 100 Millionen für Thomas Müller im Alter von 32 Jahren und ja, das kriegen wir von Barca. Und dann haben wir einfach mal 300 Millionen zum Ausgeben. Und die ersten 170 Millionen geben wir für Erling Haaland aus. Unser allererstes FIFA Transfer Rating hier direkt. Direkt auch mit einer A. Torwart wollen wir auch haben, aber das Ganze wird erstmal noch nichts. Aber jetzt wird das Ganze was, weil wir was ganz Verrücktes machen. Denn wir tauschen den 30-jährigen Sadio Mané, der für unsere Zwecke jetzt hier natürlich nicht mehr so gut ist, plus 15 Millionen jetzt hier noch ein. Ganz klare Sache, der Donnarumma-Transfer, der musste hier natürlich passieren. Und der zweite Mega-Deal ist jetzt hier abgeschlossen. Und jetzt werden wir hier wahrscheinlich Coman gegen Vinicius eintauschen. Von der Gesamtstärke macht das nichts, aber das Potenzial ist ja hier extrem wichtig. Deswegen bezahlen wir auch nochmal knapp 60 Millionen obendrauf. Und wir hoffen uns natürlich von Vinicius, dass er sein Potenzial von 92 hier auch durchbricht. Und ich weiß, auch dieser Transfer wird hier nicht jedem gefallen, aber wir müssen einfach nach Potenzial gehen. Und einer meiner aktuellen Lieblingsspieler geht jetzt hier auch zum FC Bayern München, Rafael Leao. Und jetzt haben wir hier wieder fast 200 Millionen. Wie das Ganze passiert ist, zeige ich euch gleich. Lasst davor noch schnell einen Like und ein Abo auf dem Kanal da. Und ihr habt es schon in der Innenverteidigung gesehen. Die haben einfach beide hier einfach mal verkauft. 80 und 70 Millionen. Auch Sabitzer noch verkauft. Neuer übrigens auch verkauft. Und jetzt hier der nächste Mega-Deal. Ruben Dias kommt auch zum FC Bayern München. Der nächste Schritt zum besten Team hier im Karrieremodus ist natürlich auch der beste Verteidiger. Also was Alter und auch Potenzial angeht. So, Tag der offenen Tür beim FC Bayern München. Der nächste Spieler läuft hier rein. Diesmal von Dortmund. Aber das ist jetzt nicht das Heftigste an dem Transfer. Denn ihr seht, es ist hier wieder ein Tauschdeal. Leon Goretzka tauschen wir einfach ein. Dafür gibt es vom spielenden A von vielen von euch vielleicht kein A. Denn jetzt haben wir natürlich einen 87er gegen einen 84er getauscht, aber ihr seht ja das Alter, ihr seht das Potenzial. Auf 5 Jahressicht wird sich das extrem gelohnt haben. Und es geht hier direkt weiter. Auch die nächste Position wollen wir noch einmal ein kleines bisschen upgraden und das machen wir auf der Rechtsverteidigerposition mit Hakimi. Und ihr wisst Bescheid, natürlich hier wieder ein Tauschdeal. 2 Gesamtstärken plus ein Potenzialpunkt können wir hier an Upgrade machen. Der nächste Schritt hier zum besten Karriereteam ist also damit getan und das war auch der letzte Schritt in dieser Transferphase. Und so sieht die Mannschaft am Ende der Saison aus. DFB-Pokalfinale nehmen wir natürlich hier gegen Dortmund kurz noch mit. Das gewinnen wir auch durch 2 Tore. Bundesliga-Meisterschaft ganz knapp geholt. Champions League leider hier im Halbfinale rausgeflogen. Mehrere 90er haben wir hier im Kader. Ihr seht natürlich auch hier die Statistiken. Neue Saison heißt natürlich auch neues Transferbudget. Wir bekommen aber einfach nur 78 Millionen. Einen Mbappé bekommen wir damit natürlich nicht. Auch Messi ablösefrei macht keinen Sinn. Dieser Transfer macht, denke ich, aber schon mehr Sinn hier mit Phil Foden. Damit holen wir uns das nächste Monster-Talent hier in unseren Kader. Natürlich auch hier wieder einen Tauschdeal. Leao hatte ja nicht ganz so extrem viel Potenzial. Ja, und das wäre, denke ich, nochmal ganz interessant geworden, wenn wir hier Petri bekommen würden. Aber ja, der ist einfach viel, viel, viel zu teuer. Im Transferfenster ist nichts mehr passiert, aber wir sehen, dass wir hier momentan einfach Siebter sind nach 17 Spieltagen. Was ist hier bitte los? Gut, wir sind natürlich in der Breite nicht so aufgestellt, aber es ist auch momentan einfach keiner verletzt. 92er Stürmer, 92er Keeper, 2 weitere 92er. Was will das Spiel gerade eigentlich von uns? Ja, ich weiß, was das Spiel will. Die wollen einfach, dass Sar jetzt da im rechten Mittelfeld bzw. auf dem rechten Flügel da spielt. Wie kaputt ist das Spiel bitte? Gut, zur Hälfte ist es mein Fehler, aber Foden, der ist linker Flügel, den kann man doch locker auch einfach auf dem rechten Flügel da einsetzen. Am Ende der Saison sind wir aber trotzdem einfach noch Meister geworden. Und auch den DFB-Pokal haben wir hier im Elfmeterschießen geholt. Champions League aber hier im Viertelfinale gegen Real rausgeflogen. Was aber noch viel krasser ist, als einfach, dass Sevilla hier Champions League-Sieger wird in der zweiten Saison. Da baust du dir einfach mal so ein Team zusammen und Sevilla wird einfach Champions League-Sieger. Taktische Veränderungen müssen her. So sehen die Double-Statistiken aus. Sah einfach hier mal mit 5 Toren. Eine verrückte zweite Saison geht zu Ende. Gehen wir also direkt in die dritte. Da müssen wir jetzt aber auch mal den Champions League-Titel holen. Knapp 100 Millionen jetzt hier nochmal, um eine Position auszutauschen. Ja, und ich glaube, einen Mbappé werden wir uns in diesem Video einfach gar nicht mehr leisten können. Denn Haaland wollen wir natürlich hier nicht abgeben. Und Haaland, der begrüßt auch unseren neuen Rechtsverteidiger. Hakimi tauschen wir also ein. Und Trent Alexander-Arnold kommt dazu. Damit holen wir uns nochmal 2 extra Gesamtstärken jetzt hier in die Startformation. Und das ist auch das Einzige, was zählt. Also Bankspieler und sowas brauchen wir hier nicht zu holen. Aber jetzt müssen wir erstmal hier noch gucken, ob wir vielleicht diesen Deal hier einfach machen. Musiala eintauschen gegen Petri, der eben 93 Potenzial hat. Bei Musiala, da wissen wir es halt eben nicht. Beziehungsweise jetzt wissen wir schon. Ein aufregender Mann für die Zukunft. Ich gebe ihn echt ungern ab. Aber klare Sache, in diesem Fall müssen wir das machen. Und damit haben wir jetzt auch den besten Mittelfeldspieler vom Potenzial in unserer Mannschaft. 2 Positionen also hier ausgetauscht.
Mbappé müssen wir halt noch ein bisschen warten. Aber solange wir warten, haben wir hier Pedri, der sich natürlich auch noch viel, viel besser entwickeln wird. Gravenberch wird dann wahrscheinlich nächstes Jahr verkauft. Aber gucken wir erstmal, was dieses Jahr passiert. Nach der Hinrunde haben wir es übrigens jetzt geschafft, alle Spieler auf die 90er Gesamtstärke zu bringen in der Startelf. Und ihr seht da oben schon, das Rating sieht gerade momentan am Ende der Saison nicht so gut aus. DFB-Pokal haben wir aber gewonnen, genauso wie die Bundesliga. Ja, aber in der Champions League gibt es einfach eine komplette Zurückentwicklung. Also wir sind jetzt jedes Jahr schlechter geworden. Diesmal fliegen wir im Achtelfinale raus. Mit den Gesamtstärken natürlich eine absolute Frechheit. Mal gucken, was wir jetzt hier im nächsten Transferfenster so machen können, beziehungsweise noch an der Mannschaft verändern können. Verbessern können wir ja nicht ganz so viel. Wir können nur ja irgendwas umstellen. Denn bis auf die Stürmerposition haben wir, glaube ich, auf jeder Position jetzt den besten Spieler. Wir haben also jetzt nur noch zwei Saisons Zeit, hier die Champions League zu holen. Mission Mbappé startet hier mit 115 Millionen und mit einem Angebot für Gravenberch von Paris. Da können wir einfach mal einen Spielertausch machen. Wir wollen Mbappé. Aber warte mal, das Ganze funktioniert, glaube ich, nicht. Also wir können irgendwie, ja, es backt, glaube ich, gerade so ein bisschen rum. Beziehungsweise wir könnten theoretisch jetzt 900 Millionen noch an Ablöse verlangen, aber das macht natürlich gar keinen Sinn. Wir selber können da, glaube ich, jetzt kein Geld dran geben, aber vielleicht 135 Millionen für Gravenberch. Aber nein, das kriegen wir nicht hin. Okay, da haben wir uns ein bisschen verpokert. Vielleicht kriegen wir die 135 Millionen, aber vom FC Barcelona. Ihr wisst ja, die gehen ja so ein bisschen anders mit dem Geld um. Okay, die steigen schon mal nicht aus. So, und jetzt denken wir einfach mal darüber nach und gucken währenddessen, was wir bei City rausholen können. Aber wenn die schon so anfangen mit einem Tauschspieler. Ja, ich glaube, City hat irgendwie nicht genug Geld. Keine Ahnung, was das hier für ein Bug ist. De Bruyne auch nochmal rangeboten. 132 Millionen. Ja, okay, die können sich den echt nicht leisten. Ah, jetzt habe ich aus Versehen De Bruyne plus 125 Millionen. Ja gut, ganz egal. Er geht an den FC Barcelona. Und wir haben jetzt 221 Millionen. Aber auch das reicht natürlich noch lange nicht für Mbappé. Oder vielleicht doch, wenn wir einfach mal ein richtig krasses Angebot hier 200 Millionen plus Kimmich raushauen. Aber nein, das nehmen die nicht an. Wir müssen also noch weiter verkaufen, um Mbappé hier zu bekommen. Und wir haben jetzt nochmal ein paar Ersatzspieler hier verkauft. Und irgendwie kriegen wir es jetzt hin, dass wir jetzt genug für Mbappé bieten. Aber ich habe die Befürchtung, dass wir sein Gehalt uns nicht mehr leisten können. Ja, und genauso wird es jetzt hier kommen. Wir können uns Mbappé immer noch nicht leisten. Eintauschen würde auch nicht viel bringen, außer vielleicht gegen Kimmich. Oder eben Kimmich zu verkaufen. Ein Angebot von Leipzig habe ich noch abgelehnt. Aber ja, wenn wir irgendwie Geld brauchen, dann meldet sich der FC Barcelona und legt hier irgendwie wieder 170 Millionen hin. Und an der Stelle müssen wir das Ganze machen und dann einen Jugendspieler verpflichten, damit Mbappé jetzt kommen kann. Und selbst der freie Spieler bekommt jetzt hier eine Präsentation. Gut, das gilt also nicht nur für die Top-Transfers. Und jetzt sehen wir das neue Transferbudget. Kimmich ist verkauft. 433 Millionen haben wir, aber eigentlich brauchen wir nur noch einen einzigen Spieler. Wird danach aber auch allerhöchste Zeit, dann auch auf der Bank was zu machen. Jetzt will Paris einfach 60 Millionen mehr als eben vor zwei Wochen noch. 310 Millionen müssen wir hier einfach mal bezahlen. Und jetzt haben wir es geschafft. Wir haben den Spieler mit dem meisten Potenzial jetzt hier auch in unserer Mannschaft beim FC Bayern München. Klare Sache, damit muss natürlich jetzt hier die Formation umgestellt werden. Zu der Mannschaft brauche ich ja nicht mehr allzu viel zu sagen. Da fehlt halt noch der Champions League-Titel und ein paar vernünftige Auswechselspieler. Und hier sehen wir das neue Deadline-Day-Menü. Wir wollen natürlich noch einige Spieler hier verpflichten. Wir holen auch mal direkt Asensio. Ja, einfach mal 16 Millionen zu viel bezahlt. Und mit Jonathan Tah holen wir einen deutschen Innenverteidiger zurück in die Bundesliga. Jede Vorstellung müssen wir uns echt hier nicht gönnen. Holen wir uns direkt das nächste F ab. Das ist so, wenn man hier einfach mal delegiert. Mehr können wir aber leider nicht machen, denn das Geld ist jetzt weg. So, wir sehen direkt April 2026, Achtelfinale gegen City durchgesetzt und jetzt müssen wir uns nur noch gegen Paris durchsetzen. Dann stehen wir im Finale der Champions League. Endspiel gegen Paris auch direkt schon mal gewonnen und ja, auch das zweite Spiel geht 2:1 aus. Damit können wir jetzt hier endlich die Champions League gewinnen. Dafür müssen wir aber natürlich noch ein Spiel gewinnen. Bundesliga haben wir uns geholt. Also klare Sache, mit unserer Mannschaft muss das Triple hier drinne sein. Dafür müssen wir aber natürlich auch den DFB-Pokal gewinnen und das tun wir auch hier. Kurzer Blick natürlich hier noch auf die Statistiken. Mbappé momentan mit weniger Toren als Haaland, aber vielleicht trifft er dafür im Finale. Dieser Titel mit der Mannschaft ist jetzt hier lange überfällig. Hoffentlich ist es jetzt aber soweit. Im Jahr 2026 verlieren wir nach Elfmeterschießen. Das kann es doch wirklich nicht sein. Okay, letzte Saison. Und jetzt holen wir hier Alaba zurück zum FC Bayern. Und nicht nur das, die Ersatzbank wird ordentlich aufgefüllt. Nochmal zwei deutsche Spieler hier von den freien Spielern. Und dann auch nochmal hier mit Verratti, ein guter ZM-Backup. Und auch nochmal zwei Mittelstürmer, die wir auch nochmal von den freien Spielern geholt haben. Der Benzema-Regen ist natürlich auch hier wieder am Start. Bei uns aber nur Backup-Spieler. Und jetzt habe ich es gerade gar nicht gesehen. Aber ja, Donnarumma hat sich einfach mal verletzt. Zum Glück ist er aber nur für drei Wochen raus. Und damit gehen wir jetzt hier in die finale Saison. Letzte Chance für diese Mannschaft, doch noch den Champions-League-Titel zu holen. Florian Wirtz hat es hier ins Team of the Year geschafft. Ist auch der einzige Spieler neben Rodri, der hier nicht beim FC Bayern spielt und eben in dieser Elf ist. Bringt uns aber bis jetzt noch einfach gar nichts. Und jetzt lässt uns auch noch der DFB-Pokal im Stich. Da fliege
fliegen wir gegen St. Pauli raus. Und auch die Bundesliga-Ergebnisse sahen nicht so gut aus. Deswegen bin ich hier reingegangen und sehe, dass wir ja den nächsten Verletzten haben. Mbappé, 95er Gesamtstärke nur noch. Aber auch mit einem 92er sollte das hier laufen. Einfach mal einen Schienbeinbruch. Erst hatten wir kein Glück und jetzt kommt auch noch Pech dazu. Und jetzt hier die BVB-Woche für den FC Bayern in der Liga gewonnen. In der Champions League aber rausgeflogen. Wir gewinnen mit dieser Mannschaft einfach in dieser Saison keinen einzigen Titel. DFB-Pokal ja auch rausgeflogen. Gewinnt Dortmund und auch die Bundesliga. Da sind wir nicht Meister geworden. Da sind wir einfach nur auf dem 5. Platz gelandet. Erst kann ich hier 6 Tage nicht FIFA spielen wegen Anti-Cheat und jetzt gewinne ich mit dieser Mannschaft einfach keinen Champions League-Titel. Perfekter Start. Hoffentlich läuft es im nächsten Video besser.